Chef hat gesagt, Heizkörper kommt an die Außenwand. So wärmst du die Außenwand und dann kann das Innere ja gar nicht mehr kälter werden, weil alles außen so heiß ist. Das ist 500 IQ. Wir schauen uns weitere deutsche Memes an. Ich weiß nicht, warum ich immer noch klatsche, aber vielen Dank für den Applaus. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vor allem, wenn ihr öfters hier seid. Oh, ganz frische Wand. Geil. Ja, wenn du das verhindern willst, dann musst du da Kunst dran machen. Könntest einfach Leute dafür anheuern oder Leute darauf malen lassen. Es gibt so viele, die nicht nur ranschreiben. Keine Wendemöglichkeit. Auch für Fußgänger. Ich wusste nicht, dass Fußgänger einen Wendekreis brauchen, muss ich gestehen. Aber nicht für Fußgänger geeignete Wendemöglichkeit da. Gemüse. Wir müssen unter besonderen Bedingungen gelagert werden. Mit idealer Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Kartoffeln. Das Beet ist wunderschön. Dies ist ein alarmgesicherter Notausgang. Nein, nein, nein. Bitte nutzen Sie die normalen Gebäudeausgänge. Wie oft das vorgekommen ist, dass auf der Türklinke Nein, Nein, Nein steht. Du machst Urlaub am anderen Ende der Welt und siehst diesen Aufkleber. Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Jeder kennt den Aufkleber und den gibt es auch überall. Nur nicht in Deutschland. Neunjähriges Ich, nachdem ich meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk mit ihrem eigenen Geld gekauft habe. Ihr Mama, bitteschön. Jeder kennt das Gefühl. Jeder hat das schon gemacht. Das gehört dazu. Man will ja als Kind nett sein. Wo ist mein Freund? Schläft in einem anderen Meme mit deiner Schwester. Er denkt bestimmt an andere Frauen. Ich hoffe, die Katze hält ihren verdammten Mund. Es ist eine wilde Geschichte, die sich langsam zuträgt mit dem. Wie ich da sitze und überlege, wie ich die Arbeitszeit von 5 Minuten auf eine Stunde verteilen kann, damit ich vor der Mittagspause nichts Neues anfangen muss. Oder du machst die Mittagspause früher. Aber das ist dann auch ein bisschen doof. Nee, ich kann es schon verstehen. BWL ist keine richtige Wissenschaft. Betriebswirtschaftslehre. Aber es ist keine richtige Wissenschaft. Das ist jetzt gefühlt nichts Falsches, ja. Altersarmut? Immer schlimmer. 78-Jähriger muss bei McDonald's dazu verdienen. Es ist so wild. Donald Trump war wirklich mal kurz in einem McDonald's, um so zu tun, als ob er da arbeiten würde. Und möchte aber verheimlichen, dass das ganze McDonald's deswegen für einen halben Tag zu war. Weil anscheinend sein Gegner mal bei McDonald's arbeiten musste. Und er war schon immer Millionär. Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es, indem wir seit Jahrzehnten Kohle- und Autolobby mit Milliarden subventionieren und die Verkehrswende aktiv blockieren. Das waren gerade zu wenig Pixel, um das richtig noch zu lesen. Endlich verstehe ich, warum Autos diese Dinge haben. Ja? Nur zum Essen. Man soll ja gut Platz haben. Und du kannst es innen nicht dreckig machen. Außen kannst du dein Auto viel besser reinigen, falls was umkippt. Die Weltherrschaft wollen wir an uns reißen. Irgendwann schaffen die es. Ich glaube, der Pinky und der Brain, hießen die so? Ich glaube, das war der Name. Und heutzutage haben wir das Gleiche. Ja, ihr Lebenslauf ist sehr beeindruckend. Nun lassen Sie uns doch mal sehen, auf welchen Fotos Ihre Freunde Sie verlinkt haben. Und wenn dich jemand deswegen judgt, dann weißt du, du willst da eh nicht arbeiten. Das kann Leute einen Scheiß angehen, was du in deiner Freizeit machst. Solange es nicht irgendwelche Leute umbringst. Deutsches Sushi sein wie... Bitte hören Sie auf, bitte existieren Sie nicht mehr, wenn Sie das so essen. Dankeschön, das schaut widerlich aus. Welche deutschen Berühmtheiten sollte denn jeder kennen? Mozart. Okay, Ihre Sendung wurde an Ihren Nachbarn übergeben, auf dem Dach. Ich wollte das Paket nur auf den Balkon werfen, leider mit zu viel Schwung. Entschuldigung, ich hoffe, das ist nichts Zerbrechliches, aber es ist schon witzig. DHL ist schon special. Hauptbahnhof. Hier, schau mal. Ein Schneemann. Finde ich irgendwie süß. Komische Leute im Bus. Deswegen ist daneben alles frei. Du willst dich halt auch nicht neben solchen komischen Leuten setzen. Wenn ich extra eine Stunde zu einem einsamen Strand wandere und einfach zwei nackte alte Deutsche vor mir da sind. Die guten FKK-Strände. Ich würde auch immer viel lieber an solche abgelegenen Orte gehen, wo kaum jemand ist. Ist viel geiler. Duschen, danach kacken. Nee, kacken, danach duschen.
Wer das Obere macht, hat einen psychischen Schaden. Wir gehen duschen und geht danach auf die Toilette, immer davor. Willkommen in Wildschwein-Schwarzen, der Ort, an dem ich euch alle gleich behandeln werde. Hallo Harald, schöne Brille, 50 Punkte für Greifentür. Gryffindor und Greifentür ist halt auch eine wilde Übersetzung, aber ja, es stimmt. Harry hat so random Punkte bekommen, das ist schon insane. Jeder macht so die Hausaufgaben und alles und sorgt dafür, dass er vielleicht mal einen Punkt bekommt. Und dann kommt Harry, der sich einfach mal rausschleicht, minus 500 Punkte macht. Aber dann dadurch, dass er Glück hat im Leben, du hast da einen Troll besiegt oder sonstiges, 400 Punkte für euch. Ich würde mich voll aufregen bei so einem Schulleiter, wenn ich mein Zimmer aufräume und ich finde Dinge. Oh, es sind immer die geilsten Sachen, die du dann auf einmal wiederfindest, die du dachtest, die nicht mehr existieren, weil sie in irgendein schwarzes Loch gefallen sind. Rein hypothetisch. Eigentlich gar nicht so kacke, die Hilfe, wie man es ausspricht dann. Ich, nachdem ich Reddit durchgescrollt habe, dann wieder 30 Sekunden auf die Excel-Tabelle starre und danach wieder, ohne es zu merken, Reddit durchgescrollt habe. Das ergeht mir jeden Tag so, immer wenn ich auf Klo bin oder im Bett bin. Wie lange bleibt die Baustelle in Deutschland? Oh, da ist ein Ast umgefallen. Das könnte, ich glaube, im Normalfall so 3-4 Monate dauern, bis da jemand den Ast 5 Meter weiter schiebt. Chemiker, wenn sie irgendwelche komischen zusammengesteckten Bälle sehen. Dichlohexylcarbodimid. Habe ich das richtig? Ich habe das niemals richtig ausgesprochen. Ich musste dieses Wort noch nie aussprechen, es tut mir leid. Die Überschrift war erstmal, die Person lernt gerade Deutsch. Der hatte dieses Bild in einem Lehrbuch. Das sind Frau und Herr Wolf. Ich bin doch ihr Sohn! Ich bin ihre Tochter! Was geht da vor in dem Buch? Guten Tag, Herr Braun. Ist das Ihr Sohn? Warum bekämpfen die sich? Punkt der Sicht. Du arbeitest in einer deutschen Bäckerei um 9 Uhr morgens. Eine Sprite und Schokocroissant, bitte. Ich hoffe, wir gehen irgendwann wieder zurück zu der Zeit, wo man alles so schreibt, wie es gesprochen wurde. Wie es sich anfühlt, das zu öffnen. Oh, so ein schöner Döner-Teller oder Currywurst mit Pommes oder was man auch immer da drin hat. Ist immer so geil. Zeit im Bild. Gericht in der Schweiz. Klopausen gehören nicht zur Arbeitszeit. Gründe, warum du nicht in die Schweiz solltest. Klopausen gehören zur Arbeitszeit. Musst du Pipi? Nee, Geiles Nummernschild. Liebe Kollegen aus der IT, am morgigen Mittwoch, dem findet eine Führung für die Geschäftsleitung durch unsere Abteilung statt. Bitte stellt sicher, dass dieses Mal alle Mitarbeiter Hosen anhaben. Ich finde es so schön, dass jeder Zettel eine Geschichte erzählt, dass das irgendwann mal passiert ist. Und irgendwer hatte nicht mal eine Hose an. Jedes Meisterwerk hat eine billige Kopie. Ja, eine billige Kopie, dass Leute einfach Donald Trump näher bringen soll. Top Wärmepumpe unter 10.000 Euro. Deutsche Handwerker nehmen 20.000 für den Einbau. Aber ich glaube, es kommt auch stark drauf an, was man oder was neu gemacht werden muss. Du kannst die Azubis nicht Vorhaut nennen, aber die verschwinden immer, wenn es hart wird. Oh mein Gott. Hilfe. Die Azubis können es ja auch noch nicht. Deswegen sind das ja auch Azubis, die muss man anlernen. Nachdem die wiederholten Drohungen der Mausentführer nicht ernst genommen wurden, geht beim Beitragsservice ein Paket ein. Es ist ein Brot. Das kann man noch essen. Keine Sorge. Auch wenn da 4 Teile extra sind. Das ist nur Brot. Aufschneiden, schmieren. Normale Gedanken. Warum verkauft man Spekulatius im Herbst nicht in Kürbisform und nennt es Spukulatius? Haben wir hier gerade eine Ultra-Geschäftsidee gehört? Oh ja, das wäre mega geil. Diese ganzen schwulen Netschnell-Serien, Netflix, ach so, Netschnell-Serien sind wache Indoktrination. Kabel 1 täglich, als ich 10 war. Ach, früher war immer alles anders. Ja, siehst du, das sind die heutigen Generationen. Nein, ihr habt diese Generation aufgezogen. Natürlich waren das die Sachen von früher. Ganz dünnes Eis, sage ich da nur, ja? Also wirklich ganz, ganz dünnes Eis. Das kannst du kaum noch halten. Sieh, deiner ist ja voll klein. Ich, nein, meiner ist einen
ich kenne Pokémon nicht. Ich habe die allerersten Pokémon gespielt. Ich kenne noch vereinzelte Pokémon, sowas wie Lucario, die irgendwie sehr bekannt sind, solche. Aber sonst, es gibt mittlerweile 1025 Pokémon. 1025! Busregeln. Wer kotzt, wischt. Fair. Wer raucht oder Techno hört, fliegt raus. Fair. Wer mit meiner Musik oder Fahrweise nicht einverstanden ist, der Schlagerexpress ins Altenheim fährt 10 Minuten später. Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, lege ich Schlager auf. Ernsthaft. Ich mag den Busfahrer. Also wenn der so reagieren würde, ich würde das feiern. 100 Euro versaufen. Ja! 50 Cent für die Toilette bezahlen. Ich sag mal, wenn die Toilette dafür sauber ist, finde ich es in Ordnung. Wenn die aber dann trotzdem eklig ist, dann nicht. Gott, wie sollen wir die Zahl nach 99 nennen? Wie wäre es mit ein Katzert? Ich hätte da eine bessere Idee. 100. Ich hätte lieber ein Katzert gehabt. Eigentlich müsste ich schon seit einer Stunde auf der Arbeit sein. Ja, manchmal musst du nicht zu früh arbeiten. Dann würdest du nämlich gekündigt. Dann musst du gar nicht mehr arbeiten. Schichtarbeit ist Kacke. Ja, es ist das perfekte Abbild dafür, dass du dich dem Kapitalismus hingibst und entgegen deiner Natur Lebensqualität und Gesundheit gegen Geld tauscht. Aber ja, im Endeffekt ist es wirklich so. Vogelschredder, 100.000 pro Jahr. Lecker Schreddervogel. 623 Millionen im Jahr. Aber Chicken Nuggets sind halt geil. Ich mag McDonald's eigentlich nicht, aber die Chicken Nuggets sind so nice von denen. Dann handelt es sich um Vergrat. Wenn die Chemiker richtig witzig werden oder wie? Okay, was wird das sein? Wir bügeln irgendwas? Oh, das schaut aus wie diese Minecraft-Bienen. Das werden Minecraft-Bienen. Okay, ich habe das unter dem falschen Ordner abgespeichert. Eigentlich ist das kein deutscher Meme, aber jetzt lasse ich den drin. Wie cool ist das denn? Ich will die haben. Die sind ja mega geil. Und Katze. POV, du bist in einer Jugendherberge und hast nur eine Steckdose. Und die haben es so gelöst, dass überall mehrfach Steckdosen sind. Wenn das einfach so alt ist, vor allem, dass das alles durch eine Steckdose geht, ist schon irgendwie wild. Wenn dir klar wird, dass deine Arbeitsschutzkleidung gar nicht vor Arbeit schützt. Ist aber leider wirklich so. Die schützt nicht vor Arbeit. Ich, der Geisteswissenschaften studiert hat. Ist Mayonnaise auch ein Molekül? Alles ist Mayonnaise. Ein Instrument, ein Molekül, ein Aufstrich, eine Soße und es kann alles sein, was du willst. Der Postillion hat auf seinem WhatsApp-Kanal 145.000 Abonnenten. Die Bild knapp 142.000. Wahnsinn, dass eine Seite, die Fake News verbreitet, so erfolgreich ist wie der Postillion. Die alte Generation ist eh schon verloren. Die das noch immer kaufen. Ich kann nur sagen, gebt ihr erst gar keine Chance. 95-99% sind nur gelogen und Sachen, die sie im Endeffekt im Nachhinein ändern müssen, aber das bringt da nichts mehr. Ignoriert die und kauft sie niemals. Wie meinst du, Döner bockt nicht mehr? Dönermann früher, Dönermann heute. Macht Döner mit Liebe, denkt nur an Profit. Ist vor 20 Jahren eingewandert, aber kann immer noch kein Deutsch. Spricht perfekt Deutsch und hat Abitur. Was ist denn das für eine Liste? Mandelentzündung oder so? Keine Ahnung, bin kein Arzt. Ja, ich sehe es, dass du kein Arzt bist. Sonst hättest du sowas nicht ins Internet gestellt. Wer ist dabei? Ich möchte, dass die AfD an die Macht kommt. Und dass es dann wieder die D-Mark gibt, sodass dann 1600 Euro wieder 3200 D-Mark sind und der alltägliche Einkauf wieder bezahlbar ist. Ich musste das mit reinnehmen. Ich habe das auf irgendwo auf Reddit gesehen und dachte mir, holy shit, wie kann man so dumm sein? Wenn du wieder die D-Mark hast, dann müssen sich auch alle anderen Preise ändern. Nur mal so als Gedankengang. Nest. Okay, hier, ich habe ein Nest gebaut. Hast du gut gemacht. Wie ich alle Firmengeheimnisse an ChatGPT verrate, nur weil ich keine professionelle E-Mail selbst formulieren kann. Das wäre sowas von ich. Ich hätte auch keine Ahnung und ChatGPT kann das halt gut. Also bitte. Das habe ich vergessen einzuscannen. Kasse streicheln. Also es ist natürlich verboten, etwas nicht einzuscannen, muss ich sagen. Da macht ihr euch strafbar, aber im Endeffekt sparen die sich trotzdem Geld, weil sonst würden die das nicht machen. Gut gespielt, Mr. Bond. Jedoch übersahen sie die Diagonale. Ich habe das gesehen und mich gefragt, warum hat das irgendwie 5 oder 6 1000 Upvotes. Habe ich was nicht mitbekommen? 100 Sekunden Physik. Sein wie? Oh Junge, 3 Uhr nachts. Zeit, ein neues Video über imaginären Zahlen hochzuladen. Imaginäre Zahlen sind aber auch schon sehr geil.
Da kannst du dir alles drunter vorstellen und nichts. Wenn dir das Studentenwerk ein hyperaktives Schaf und einen verrückten Busch als Mitbewohner zuteilt, Mist. Ich bin so froh, dass ich nie in irgendeine WG ziehen musste, muss ich gestehen. Diese Bettdecken hatte jede Oma. Hatte? Oder hat jede Oma? Aber solche Decken wären schon wild. Warum ist Thaddäus immer so schlecht drauf? Jetzt. Warum ist SpongeBob immer so glücklich? Ich glaube, deswegen hatte aber auch SpongeBob so einen Erfolg, weil sie wirklich was für Kinder und Erwachsene gleichzeitig gemacht haben. Thomas Gottschalk, Herbstbund, wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd. Thomas Gottschalk, ungefiltert. Oh, welcher Biss der Ironie. Spiegel-Bestseller, okay. Achso, das ist von beides mal von Heine. Meine Ausbildung ist toll, auch wenn es schön wäre, etwas mehr zu verdienen. Wenn ich meine Miete gezahlt habe, bleibt wirklich nicht mehr viel. Lehrjahre sind keine Ehrenjahre. Wir wären froh gewesen, wenn wir damals 300 brutto bekommen hätten. Ja, damals 300 brutto? Wahrscheinlich das 50-fache von dem heutigen. Deutschland. Von Armut betroffen sind Menschen, die monatlich weniger als 1251 Euro verdienen. Amt für Ausbildungsförderung. Das Beste, was ich tun kann, sind 957. Ich glaube, bevor ich studiert habe und dann geschaut hatte, weil ich mir nicht sicher war, was ich machen wollte, dann war natürlich auch eine Ausbildung in Überlegung. Und da waren es auch so 650 Euro hat man für die Ausbildung bekommen für das erste Jahr. Der Moment. Wenn man das erste Mal alleine vor der Waschmaschine steht, oh mein Gott, wie geht das an? Was mache ich hier? Ja, wenn jede Taste einfach noch komplett wie Hieroglyphen aussehen sieht. Alles klar? Jo, muss halt. Klinische Depression. Das wird einem aber auch so beigebracht. Es bringt nichts, immer über Probleme zu reden. Also es bringt was, über Probleme zu reden, aber nicht, wenn du nur darüber redest. Netflix und chill. ZDF, Mediathek und Ruhen. Arte-Doku und Dämmern. Und Dämmern. Ich dämmer dir gleich ein für dieses... Düsseldorfer Pizzeria sein wie... Einmal die Nummer 40, bitte. Und die wissen wahrscheinlich genau, was du meinst. Der eine Stuhl in meinem Zimmer. So ein Stuhl hatte ich auch früher immer in meinem Zimmer. Warum tut mein Rücken weh? Auch ich. Du dehnst dich damit. Keine Sorge. Du dehnst dich nur. Ich mach mir da keinen Stress und halte mich einfach ans Tempolimit-Tachovorlauf. Du musst mindestens 10 km/h draufrechnen. Und die müssen auch noch Toleranz abziehen. Bis 20 drüber interessiert eh keinen. Habe ich aber auch gehört, ich glaube, die meisten fahren 10 mehr wegen der Toleranz und allem. Aber man muss es halt auch nicht übertreiben. Niemand. Schienenersatzverkehr. Ja, so fühlt sich das an. Und das braucht die gleiche Zeit, wie als ob du den Weg zu Fuß zu gehen würdest. Der Dönermann meines Vertrauens und ich, als ich zum Spaß eine Nummer 40 bestelle. Oh, du hast ein kleines Extra sogar bekommen. Keine Sorge, ist nur die Knoblauchsoße. Deutsche Namen Alexander, Friedrich, Maximilian, Sebastian. Englische Namen Ziegel, Klippe, Jäger, Dreher. Dreher? Also das erste wäre ja dann... Brick? Cliff? Cliff habe ich, glaube ich, schon mal gehört als Namen. Jäger verstehe ich nicht, weil das wäre ja Hunter. Da wird mir auch nichts anderes einfallen gerade. Und Dreher wäre sowas wie Turner. Wie ich auf den unausweichlichen stattfindenden Mai-Mai-Krieg zwischen den Chemikern und Physikern warte. Ey, wir werden eine Zeit erleben noch auf deutsche Memes, die wird keiner glauben. Wir werden den größten Krieg miterleben. Punkt der Sicht. Du spielst Werwölfe von Düsterwald. Ich dachte immer, das heißt nur, du spielst Werwölfe. Warum von Düsterwald? Das ist ein österreichisches Produkt und das ist in Japan günstiger als in Österreich selbst. In Österreich 2,79 und in Japan 400 Yen und 2,79 sind 450 Yen. Also 20 Cent günstiger, obwohl es einmal um die halbe Welt fliegen muss. Anscheinend gibt es neben Beerdigungen und Einäschern noch eine dritte Option. Ja, das ist, wenn es nicht schnell genug gehen kann und du keinen Bock hast mehr zu warten, dann nimmst du die dritte Option. Simpsons Chia Pet wächst in 1 bis 2 Wochen. Das ist schon eine geile Idee, oder? Jetzt ist nur die Frage, wie lange es da noch hält. Unsere Gesellschaft, wenn Gronkh 2011 keine Kohle übersehen hätte. Mann, Gronkh, wie konntest du die Kohle übersehen? Wenn ich die Kartoffeln länger als einen Monat im Schrank lasse. Es ist so true. Die tun so, als ob man die gar nicht isst. Chef, sie haben für dieses Jahr keinen Urlaub mehr. Ich.
Ey, das finde ich super. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Sie, woher kannst du das so gut? Ich seit 1995. Ich habe den noch nie gesehen auf einer Tastatur. Was soll der überhaupt bringen? Soll der deinen Finger irgendwie schon mal aufwärmen zum Tasten drücken? Ich verstehe es nicht. Oder ist das so, dass du G, H und B damit einfacher drücken kannst? Rewe, Getränkemarkt. Mit Getränkemarkt. Danke, Rewe, Getränkemarkt. Mit Getränkemarkt. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr einen Getränkemarkt habt. Ich. Können wir ÖRR-Reform haben? Mutti. Wir haben ÖRR-Reform zu Hause. ÖRR-Reform zu Hause. Unsere Arbeit auf Social Media könnte eingeschränkt werden. Das steht im Entwurf der Bundesländer für einen Reformstaatsvertrag. In Zukunft dürfen wir dann nur noch Themen umsetzen, nachdem sie in einer Tagesschau-Sendung im Fernsehen oder auf Tagesschau 24 gelaufen sind. Was ist das denn für eine dumme Regel? Wir müssen das im Fernsehen zuerst bringen, damit die ganzen Leute mehr Fernseher schauen. Wir verlieren die Leute, wir verlieren Einschaltquoten. Oder warum? Leute, wenn ihr keinen Riss habt, geht einfach mit eurem Crush zu Aldi und sagt vor der Pasta: So viele Nudeln, aber ich will nur deine. Macht das und ihr werdet einmal ausgelacht, mitgelacht und dann, ja, whatever. Wie Halloween wo heißt? Im Norden Moingween, in der Mitte Halloween oder Halloween und dann Servusween. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, verdient einen ganz besonderen Platz in der Hölle, würde ich auch sagen. Niemand, wirklich niemand. Duravit für erfahrene Enthusiasten. Jetzt besser drücken. Aber wenn das dann auch so ein Spritzding hat zum Säubern, ist schon geil. Noch ein paar letzte Worte, Harald. Ich muss Harald sagen. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Und das hast du echt gesagt? Ja, klar. Ich bin 40 und bin im Kopf noch 10. Bitte Motor bei Rot abstellen. Danke. Also da hat gefühlt jemand wirklich einen Motor abgestellt. So kann man seinen Motor auch loswerden. Wenn Chef in aller Frühe um 11.23 Uhr anruft, bin seit 9 Uhr im Homeoffice. Ich verstehe gar nicht, wie das gekommen ist, dass man am besten um 6 Uhr aufstehen soll, damit man um 7 Uhr bei der Arbeit ist, in einem Büro, wo es völlig egal ist, ob du später da bist oder nicht. Ich erkenne alle Sorten und den Unterschied zwischen Bio und Normal sofort. Die Kasse wiegt automatisch. Lidl-Kassierer und dann Kaufland-Kassierer. Sie haben Ihr Gemüse nicht gewogen. Das kann ich nicht kassieren. Ist das so? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass es irgendwo in Deutschland noch eine Kasse gibt, die das nicht automatisch wiegt. Hochkant, Querkant. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wer hatte einen Stellvertreterkrieg zwischen Nord- und Südkorea aus europäischem Boden auf seiner 2024-Bingo-Karte? Ich nicht. Dieses Jahr ist auch schon wild irgendwie. Wenn du Bingo-Karten machen würdest, für Sachen, die in dem Jahr passieren, würdest niemals ein Bingo mehr haben. Das Füttern und das Streicheln des Busfahrers ist strengstens untersagt. Mit ganz vielen Ausrufezeichen. Ja, man füttert nicht den Busfahrer. Es ist nicht schwer, aber es muss auch gesagt werden. Keine Frau der Welt ist es wert, die Knoblauchsoße beim Döner wegzulassen. Die ist aber auch sehr nice. Erzfeinde. Heftig, du Hu. Und bitte hört auf mit solchen Sachen. Wie kommt man darauf? 0% billiger. Wow, alter Preis 1,99. Neuer Preis 1,99. Aber jetzt mit einem roten großen Sticker, damit Leute mehr darauf achten. Panoramablick. Haschinger Hügel, Sauwald, ja die Sau sehe ich da, also die Sau überragt den Wald sogar. Schwule Milch, Michael von Suria. Homogenisierte Milch bedeutet, dass da Homogene drin sind, die uns schwul machen. Das ist ein Vorgehen von Bill Gates, um das Bevölkerungswachstum zu begrenzen. Deshalb trinke ich nur pasteurisierte, von Pastoren gesegnete Milch. Von Pastoren gesegnete Milch. Klau sein Schau. Anzug von der Stange. 10 Euro Smile. Seit noch 5. Mitte auf Erinnerungsvermögen. Mitte auf Erinnerungsvermögen. Ist aber auch ein wilder Diss. Den feier ich. Ich brauche von Ihnen die Bestätigung, dass ich arbeitsunfähig bin. Okay, was fehlt Ihnen denn? Nur die Bestätigung.
So ungefähr bin ich auch immer zum Arzt gegangen. Ich weiß doch, wenn ich krank bin, dann rufe ich da an. Mittlerweile geht das ja, früher nicht so. Sag, hey, ich bin krank. Ich muss nicht zum Arzt gehen, der mir dann sagt, ja, Sie haben Schnupfen. Sie haben Fieber. Brauche einen neuen Reisepass für Reise im Februar. Ich habe eine Bund-ID. Vielleicht geht das ja online. Sie müssen den Reisepass persönlich beantragen. Termin beim Bürgerbüro machen. Keine Termine vor Februar 25. Das ist deutsche Bürokratie, die komplett versagt. Und genau so ist das. Was sieht Predator, nachdem er mich 15 Sekunden lang verfolgt hat? Oh, alles schmerzt, meine Knie, Gelenke. Der stirbt selber. Das wären viel zu viele Menschen, bei denen das genauso ist, mich eingeschlossen. Das hier ist Alufolie. Amerika. Ja, das heißt, sie besteht zu Großteil aus Aluminium. Genau. Es würde also keinen Sinn ergeben, sie nach einem anderen Element zu benennen. Das leuchtet ein. Das heißt, du benennst sie nach Aluminium? Nein, das ist Zinnfolie. Aber ich glaube, das wurde eingedeutscht, weil ich glaube, das heißt auch Tinfoil auf Englisch. Und das wäre ja Zinn. Ich, wenn der inländische Frischkäse der Magerstufe für 1 Euro zu haben ist. Ganz ehrlich, wenn der dir nicht schmeckt, du kannst ihn immer noch gut zum Kochen benutzen. Da schmeckt man das eh nicht raus. Wenn die Person in 0,01 Sekunde antwortet, aber auf einmal für 3 Stunden nicht mehr zurückschreiben. Ja, das heißt, die war gerade perfekt online. Und dann hast du 30 Sekunden oder 10 Sekunden später direkt geantwortet. Und dann antwortet die für 3 Stunden nicht. Habe ich auch schon oft gemacht. Einfach nur, weil ich dann auf einmal das Programm geschlossen habe. Oder das in den Hintergrund geraten ist. Die meisten Menschen lehnten seine Worte ab. Wer sich an die Höchstgeschwindigkeit hält, wird nie geblitzt. Halt's Maul, Autofahrer. Sie hassten Jesus, weil er ihnen die Wahrheit sagte. Ja, deswegen gibt's noch die Toleranz. Wenn du noch sagst, okay, du fährst maximal 10 schneller, brauchst du auch eigentlich keine Angst haben. Aber sonst selbst schuld. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen.